Das muss heißen von King and Country. Ja. Microphone activated. Ja, melde erster Chinook, beladen mit Medikisten und reichlich Munition. Also die Nachschubkiste meine ich. Du hast die Nachschubkiste, kannst du theoretisch eigentlich komplett okay, einladen. Okay, wir sind vollselig. Ja, die ließ sich nicht move. Gas. Alter. Dann kann ich sie nochmal näher ranstellen, dann kannst du sie auch so ein. Ja, ich hab das jetzt endlich gemacht. Danke. Ja. Genshin startet. Alter. Corona im Abstand regeln. Stell dir vor, wie ich gerade meine Beine breit mache. Ich würde da gern runterpinkeln irgendwie in das Loch. Kleines Luftmesser. Ja, ne? Das ist echt verlockend. Ich könnte hier von da oben mein Luftbodenmissile runterlassen aus Urin und Kot. Status? Ja, hier. Und ich. Zwar weniger. Ich gebe mich jetzt zu meinem Kampfjet und mach dann ready to take off. Melde dann, wenn ich in der Luft bin. So, verstanden. Jungs, absetzen, Doppel-V. Doppel-V raus! Warten stellen, bis der Heli weg ist, dann werde ich kurz die Aufstellung bekannt geben. Ich hab mal unseren Kiwi 3-1, melde. We are in the air, ready to engage. So, verstanden. Tom, bitte kurz halt, der Marcel rückt auf. Lead hier JTAG, Vogel ist in der Luft. Verstanden. Du weißt ja, wo ich dir dran hänge. Tom Marcel, für euch beide, wenn ihr an den Punkt ankommt, wo ich die Linie gestrichelt habe, dort einmal kurz anhalten und Umsicherung, auf den Rest warten und dann werden wir als vier Mann vorrücken und HMG und JTAG geben uns Sicherung von hinten. Verstanden. Ist jetzt an der gestrichelten Linie. Bisher keine Aufklärung. Mark Horseman 55 ist links von uns drin. Am besten einfach in den Wald reingehen und zu denen dann erstmal. Die rücken dann gleich vor und dann können wir die weitere Route eingehen. Ist auch so alles eingezeichnet. Okay, Tom, Tom und Marcel, ihr könnt weiter. Fucking hell. Okay, der ist down. Da oben einer am Stein noch. Ah, erkannt, Magazin. Ich mach mal da was Großes rein. Lade. Übernehme. Noch weiter rechts davon. Weiter rechts. Oh mein Gott. So, ready? Hab ihn. Okay. Okay, eins ist irgendwie. Okay, wir ziehen jetzt nach. Achtung, der Stützenpanzer zieht auch in die Stadt, ne? Okay, scheint Feindkontakt in der Küche zu haben. Ja, einen ausgeschaltet. Sind oben im Turm, Küche gesichert. Ich kurz Meldung, sind alle da? Und Marcel ist wahrscheinlich noch auf Toilette? Ja, einen ausgeschaltet. Nice. So, Alter, Jungs, seid ihr alle da und anwesend? Ach Tom, Junge, Alter, das jedes Mal die Scheiße. Was denn? Was labert der schon wieder? Muss den Zeus sperren, ey. Der Typ schiebt sich hier schon mit einer Kippe rein. Oh, was? Was? Nein. Kannst du vergessen, jetzt hör auf damit, Alter. Wir sind schon richtig scheiße im Zeitplan, ey. Gehen wir gleich rechts von der Kirche entlang? Gib her, gib her, gib her.
So, warte mal, der Warrior müsste eigentlich auch noch. Ihr könnt mal kurz auf die Karte gucken, ich hab's eingezeichnet. Ja, der Warrior hat auch noch ein bisschen Munition, da kann sich Tom auch eine Endlore nochmal rausnehmen oder ein 136er. Ja, dann ziehst du dir den gleich da raus, Tom, ja. Wir rücken jetzt gleich in der gleichen Art und Weise, wie wir gerade vorgerückt sind, durch den Wald hier vor, rechts der Hauptstraße entlang. Fokus auf Feinde Richtung Norden und Osten. Bewegen uns dann an der Waldkante entlang, sichern diese Scheune hier. Das Sicherungsteam JTEC und HMG wird die Straßenkreuzung hier in alle Seiten, alle Richtungen sichern, bis wir die Scheune eingenommen haben. Dann nachziehen, straight durch den Wald Richtung Norden. Und kurz bevor wir an der Sicherungsposition oben sind, Infanterie-Tankstelle, Mörserstellung, die uns der Jet aufgeklärt hat anscheinend, werden wir hier Halt machen, gucken, wie unser Feuerwinkel ist und von da aus angreifen. Ganz einfach. Aber wir rücken erstmal vor, wenn wir Feindkontakte haben, stehen bleiben, Feuer erwidern und Deckung suchen. So, verstanden. Okay. Infomark im Warrior hier vorne rechts gleich, ist noch Munition. Okay, dann werden wir ganz kurz aufmunitionieren. Wir reden in Zweierpaaren, HMG und ich zuerst und dann der Rest. So, ich guck mal gerade. Wenn ich keine Scheiße erzähle, ja. Ich stelle nächste Down, aber nur 15 Stück, müsst ihr einteilen. Okay, dann der Rest auch mal bitte aufmunitionieren. Wie mache ich das? Ja, einfach hier ins Inventar gehen. So, ich habe mal nicht allzu viel genommen. Thomas? Da bist du. JTEC, hier Kiwi 3-1, komm. Hört. Gibt es neue Feueraufträge für mich? Erstmal nicht, wir haben erstmal gesammelt, Pläne für das nächste Vorgehen gemacht und es wird demnächst gleich was kommen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, verstanden. Ich betreibe in der Zwischenzeit weiter Aufklärung. So, verstanden. Okay, alle aufmunitioniert. Okay, dann vorrücken wir wie gehabt. Tom, Marcel als erster, melde ich dahinter und Support-Team hinten ein bisschen mit Abstand. Alles geht. Gruppe geht. Flugverbotszone wieder aktiv. Tom, bisschen Geschwindigkeit reduzieren, den Marcel aufschließen lassen. Ja, verstanden. Ich halte sowieso jetzt kurz einen Ton. Die Mauer ist doch gut. Lass mal links an die Mauer gehen, oder? Da links, ja. Okay, hier kurz eine Absicherung. Ich check mal kurz die Lage aus. Ah, ne, die haben vorne auch eine Mauer, aber gut. Die sind warte mal, ich markiere das für die kurz. Wir gehen mal kurz links an die Mauer, die wir markiert haben mit Bravo. Und verschaffen uns da mal einen Überblick, ja? Wir engagieren nix. Sieht man nicht so viel. Okay. Aufgerückt. Aufgerückt. Okay, auf 3.35 ist eine Stellung mit Soldat. Da würde ich gerne GBU drauf haben. 3.35. Ist die Stellung dann von innen zu sichern. Ah, erkannt, erkannt. JTEC, Raptor hier, JTEC. Markiere gleich Ziel auf der Karte plus Lasermarkierung. Da bitte eine GBU rein. Ja, verstanden. Ende. Markierung bitte farblich unterscheidbar vom ganzen Rest auf der Karte. So, aber wir haben jetzt hier ein bisschen... Ja. Also Bravo bleibt hier. Tom, Marcel, ihr könnt euch bewegen. Werdet euch folgen. Eins geht. Raptor hier, Jeter kommt. Ja, auf die Sicht auf die Stellung, oder Sicht auf die Typen da auf der Straße. Und ihr werdet Ziele bekämpfen, sobald wir in Kontakt treten, ja? Ja, perfekt. Ich kann aber nur in die Richtung auflegen, guck mal. So, verstanden. Ja, verstanden. Du hast aber keinen Sichtkontakt, wo der ist, oder? Gut, wir tasten uns jetzt rechts in den Wald vor. Wir tasten uns jetzt rechts durch in den Wald vor. Dass wir den Schützen rausschalten, der euch gerade ausgeschaltet wird. Verstanden? Wir sind wieder am Leben. Tom und Marcel befinden sich auf freiem Feld. 3, 5 und 5. Ausgeschaltet. So, verstanden.
Ganz ehrlich, ich weiß aber nicht, von wo wir ausgeschaltet worden sind. Zwischen euch und uns, wir kommen gerade in den Wald, wir rücken gerade nochmal die Linie vor. Zwischen euch und uns sind die, ist der Feind. Der ist ganz close, Mark liegt schon wieder. Oh Mann, Alter. Sichtkontakt, sitzt auf der Straße. Kannst du ihn ausschalten? Ausgeschaltet. Okay, ich kümmere mich. Kiwi, kein Einschlag. Ich weiß nicht, was du getroffen hast, aber nicht das Ziel. Ja, verstanden. Handelt es bei dem Ziel um nach. Ziehen jetzt zu euch nach. Ja, eine Stellung zwischen zwei Bäumen. Ja, ich habe die Stellung gesichtet. Kreisrund zwischen zwei Bäumen. Sandsäcke außenrum. Links vom Hof. Munitionskiste im Inneren. Sehe dort aber keine Infanteristen drin. Ja, dann brech mal Feuersession ab. Ja, verstanden, Abbruch. Ich würde es nicht auf offenem Feld machen. Ist da noch jemand? Ja, ich schnapp ihn mir. Schützen oben, Rakan 338. Kreuze, Kreuze. Okay, sag mir den Marcel, wir rücken zurück. Ich glaub, den hast du. Ich deck dich, willst du zur Sandmauer hoch? Da waren mehrere, das waren drei Stück mindestens. Ich zieh vor nach vorne links. Ich pack mit dem Marcel. Noch einer an der Steinmauer. Ich markiere gleich nächstes Ziel. Verstanden. Lade. Nächstes Ziel markiert. Ich hol da eine GBU drauf. HMG. Hol da lieber eine GBU drauf. Ist rechts neben den, Rechts neben den. Standby. Okay, dann laserst du kurz, dann laserst du zu kurz. AMG siehst du da oben. Nicht auf Karte markiert, ist gerade nicht möglich. Wir befinden uns im Gefecht. Feuer einfach so nach Sicht. Verstanden. Support kommt wegen AMG. Ja. Yeah. Ich glaube, einer hat den ausgeschaltet. Das ist erstmal nicht bemannt, aber wir werden weiter beschossen. Abbruch, kriege Beschuss. Leuchtspur Munition hier in den Wald hineinfällt. Versuch mal für Feiern mischen mit Rotbrot. Ich sah gerade eben im Überflug Leuchtspur Munition, die in den nördlichen Waldrand von euch reingehalten hat. Befindet sich dort der Feind? Positiv, aber da haben wir gerade eine Arti reingeholt. War jetzt gerade ein bisschen zu hektisch. Ich kann nicht auf das Ding draufschauen, ohne dass ich selbst abgeschossen werde. Dann kann ich mal Gunrun machen. Ja, mit der verstanden. Gun. Im Zweifel kann ich auch eigenständig Ziele anlasern und bekämpfen. Stellung, aus der wir gerade beschossen wurde, die Leuchtspurstellung, von der du gerade gesprochen hast. Da kannst du mal einen Gunrun reinhalten. Ja, verstanden. Ich probier's. Hat der gerade einer von euch geschrien? Ich glaube, das war ich gerade. Okay. Ich habe aber noch Schmerzen. Beine sauber. Ich zieh gleich rein. Ich gehe zu Georg wieder. Dann Heuballen. Bleiben wir hier? Thomas? Bleiben wir hier? Ja. Okay. Oben links da, wo wir als erstes engaged haben. Der Rauch hat sich geledert. Ich glaube, ich komme hier durch den Zaun nicht richtig durch. Noch von weiter links. Macht der Jet? Gunrun gleich auf das Ding drauf. Okay. Hier sind zwei Mann. Was sind zwei Mann? Kann wieder Ziel markieren. Down, okay. Wo? Hübsch.
verstanden. Wenn nächstes Ziel markiert mit Laser und auf Karte, dann einfach durchgehen. Bandage und Brüche. So verstanden. Okay, wir sind alle hier, ne? Geht's uns allen soweit gut? Mhm. Das ist sekundär. Okay, wir gehen jetzt wieder rechts um die Scheune rum an der Ruine von der einen anderen vorbei. Bewegen uns da jetzt in den Wald, werden eine Schützenlinie machen, also die vier Vordermänner werden nicht mehr in Zweiergruppen vorne und hinten laufen, sondern als vier Mann gestreckt, ihr beide im rückwärtigen Raum, kämpfen uns durch den Wald vor, wie eingezeichnet in der Linie. Ich hätte es mal ein bisschen anders machen, damit das ein bisschen besser ersichtlich ist, was ich meine. Ungefähr so. Rücken dann weiter vor. Sollten wir auf dem Weg wieder die Arti bekommen und das länger als 6 Minuten dauert durch Feuergefechte, werde ich auf jeden Fall nochmal in die Mitte des Waldes schießen. Ansonsten rücken wir das mit Kleinkalibern vor, in Anführungszeichen. Kiwi, hier JTAG, komm. Ja, Kiwi 3 zu hören. Ja, hier JTAG, wir werden uns jetzt gleich der Position nähern, die mit A, die auch mit Karte markiert ist. Nur für dich als Info, vielleicht könntest du dann demnächst davor da reinhalten. Dann. Aber ich gebe dir dann Bescheid. Ja, war die Stellung voraus. Ja, verstanden. Marcel, auf Tankstellendach. Tankstellung unter Tankstellendach, 3 bis 4 Infanteristen. Sonst dann immer ein bisschen auf Marcel warten. Und eine Mörderstellung. Tankstelle und SPZ. Und SPZ versteckt im Rückraum am Waldrandkante, der ist auch markiert. SPZ versteckt, so verstanden. Der versteckte SPZ am Waldrand, der steht richtig eklig, also wenn ihr euch auch für Tankstelle befindet. Moment. Ist es der mit eingebuddelt markiert ist? Ja, richtig. Der steht auch ausgerichtet in der West-Ost-Achse. Richtung. Okay, ihr müsst einmal Medic, an den Medic-Behälter gehen und aufmischen. Kann euch dann voll in den Arsch feuern. So verstanden. Dann würde ich sagen, so, wir sind hier gerade, wir kommen hier gerade so weit voran. Aber kannst du dich vielleicht schon mal so ein bisschen auf den einstellen, dass es vielleicht dann gleich dein nächstes Ziel sein könnte? Ja, verstanden. Mit der Maus markieren schon mal eigentlich mit dem Laser. Simulation ausgeschaltet. Die kriegen wir nicht. So verstanden. Ach, da ist die Simulation ausgeschaltet. Ah ja, gut. Was? Ja. Wie sieht's bei euch mit Munition aus, Jungs? Einmal kurz Meldung. Grün. Ja, 1,45 Max. Dann würde ich sagen, Georg, kannst du ein bisschen verteilen? Yes, Sir. Leute, holt euch mal aus meinem Rücken was raus. Ich stell gleich was rein. Medic Behälter ist wieder offen. Also du natürlich nicht, Marcel, weil das ist nicht deine Munition, aber... Warnung vom Vogel, der Eingebuddelte, der ist halt scheinbar richtig eklig eingestellt, deswegen habe ich den schon mal so drauf eingestellt, dass er vielleicht den gleich fertig macht, wenn wir dann in die Nähe kommen. Ach, der Ratz bei Eingebuddelt, ja, genau. Den können wir dann auf jeden Fall gleich angreifen. Also mit per Luftschlag halt. Fahrzeuggeräusche? Unser sieht nach. Okay, Jungs, wenn ready, gleiche Anweisung wie vorher. Haltet euch ein bisschen zurück, rückwärtiges Team, und der Rest, wir fächern uns jetzt ein bisschen auf und durchkämmen jetzt den Wald, bis wir an unserer Ausgangsposition angekommen sind. Jawohl. Eins geht. Gruppe in Bewegung. Kiwi, hier JTAG, komm. Ja, Kiwi 3 und Zirk. Den Eingebuddelten da, von dem du gerade erzählt hast. Nordosten scheint erstmal sicher zu sein. Ja. Weg damit. Kriegst du das ohne Lasermarkierung hin? Bombs out. Okay, ich sehe Ziele an der Tankstelle. Gehen wir nochmal aus einer anderen Richtung. Negativ, wir haben neue Ziele für dich. Tankstelle als unser nächster Auftrag. Ja, verstanden. Soll Tankstelle direkt zerbombt werden oder das Fahrzeug nebendran oder die Mörserstellung, wie ihr wollt? Einen Augenblick, warte so mal. Check, ich würde jetzt mal die Mörserstellung in der Nähe der Tankstelle erstmal. Sobald der Jet angreift, werden wir ebenfalls einen Anfang.
Kiwi hier, JTAG, folgendes. Du wirst jetzt den Mörser wegmachen und danach ein paar Gunruns. Du eröffnest im Prinzip das ganze Ding. Ja, verstanden. Mörser GBO, Rest Gunruns. Wo es hin soll, irgendwie gefühlt. Impact. Sehr schön. Achtung, Feindkontakt 336, Busch mit diesem Generator, der da gestrandet ist. Ich hab den Endlord. Feuerfreigabe? Top. Jawohl, ich nehme ihn auf. Ja, ja. Dankeschön. Feuerfreigabe? Feuerfreigabe. Weiter rechts. Ja. Sweet Spot, ein bisschen höher, Kleines bisschen. Weiter links ein bisschen. Ah, zu weit. Hat ihn gut beschossen, gut suppressed. HMG bei der Tankstelle. Geh mich zurück, geh zurück. Yes. Steinmauer. HMG bei der Tankstelle. Kiwi, wie sieht's bei dir aus? Anflug an nur an Tankstelle. Yes, falls du ein HMG siehst, da bitte besonders draufhalten, ja? Bestätige. Sexy. Oh ja, Mann. Ich seh den Jet nicht einmal. Das ist der Sinn der Sache. Okay, wir haben Feindkontakte an einem alten Stromgenerator links auf dem Feld. Jo. SBZ fahrend im Tiefraum hinter der Tankstelle. Wir werden gleich von einem SPZ begrüßt, er nähert sich der Tankstelle. AT ist bereit. Wir haben Ausfälle hier vorne. Lake ist down. Lake bin wieder da. Na warte, ich blick dich mal. Ja. Ich decke. Achtung, die nähert sich jetzt von dem Stromgenerator. Scheiße. Immer noch HMG, immer noch ein HMG. Keine Ahnung von. Lass die Gunruns kommen, ja? Sehe Mörserstellung noch aktiv, versuche in die Mörserstellung mit Gunrun reinzuhalten. So, verstanden. Eine Tankstelle, den kleinen Bunker. Tankstelle, kleiner Bunker, Georg. Abbruch, Tankstelle, kleiner Bunker. Tankstelle, kleiner Bunker reinhalten. Der macht uns gerade richtig Probleme hier. Tankstelle, kleiner Bunker, befindet sich der kleine Bunker rechts davon, diese Mörserstellung. Könnte sein, dass es die Mörserstellung ist. Kann ich gerade nicht ausmachen. Menge Blut verloren. Sie bekämpft. So, hab jetzt Sichtkontakt. Da am Ortseingang eine Smoke und links davon Zelte. Ist der Bunker am Waldrand oder schon sehr nah am Ortseingang? Gib mir zwei, Mike, ich markiere den ganz genau. Kiwi markiert, bestätige bitte. Der Preisschild ist nach der HMG. Immer noch? Lebt noch. Dann gehen wir weiter rechts rum. Du bist ein bisschen zu weit rechts gewesen, Ja, Maschinenkanone ist jetzt verschossen. Aber jetzt ein bisschen Bewegung, JTAG und HMG bleiben erstmal set. Wenn ihr keine Sicht mehr habt, dann folgt. Wie lange bräuchtest du denn, um wieder aufzumunitionieren? Das haben wir linker Bunker bei der Tankstelle. Die GBUs abwerfen, das Waldstück und dann aufmunitionieren, das macht ja keinen Unterschied. Dann zimmer da bitte nochmal eine GBU drauf. JTAG, Bunkeranlage kann ausgeschaltet werden.
Notfalls GBU. Ich zimmer gerade die GBU auf diese scheiß HMG-Stellung da drauf. Ist er schon weg? Ja, die HMG-Stellung ist immer noch da. Ich möchte eine GBU drauf. Schatten-Session. JTEC-Team an die Waldgrenze und Sicht auf Tanke. Bezüglich Fahrerstützung und der Rest uns zu den Steinforum. Also wir haben BMP rack, dann nehmen wir Stellung, dann nehmen wir Stellung ein beim BMP. Die Stellung ist endlich dem Ellbogen gleich gemacht. Schöner Treffer, Kiwi. Ja, verstanden. Viel Gehör zum Aufmunitionieren. Ich schätze 7 Minuten. Leader, hier Vogel fliegt langsam zum Rearmen wieder zurück und ist circa 10 Mike wieder einsatzbereit. Kommen. Verstanden. Ihr haltet eure Stellung. Wir rücken jetzt auf die Tankstelle vor, umfassen rechts, sichern Tankstelle, ihr rückt nach. So, verstanden. Also, wir haben ja noch die Artillerie noch drin. Verstanden, wir haben Artillerie, die spaßt ihr aber erstmal auf. Sobald wir größere Infanterie oder eingebuddelte Stellungen haben, die wir noch nicht haben, greifen wir die an. So, verstanden. Warte, ich will Fresh Smack haben, aber die sind eigentlich schon an der Tankstelle drin. Magazin, Magazin. Hä? Ich muss auch noch nachladen. Hm? Kiwi, für dich zur Info, die Tankstelle haben wir jetzt selbst gleich erreicht. Gleiche Aufstellung wie vorher, Voranteam, relativ zügig, Tom, Marcel vorne, Unterstützungsteam mit uns. Check. Fertig? Ja, und los. Links zwei Kontakte, ja. 46. Erkannt. Einmal ausrichten, ihr könnt bekämpfen. An der Tanne. Schweres MG, kurz mal kommen. Ja. Frage. Lade. Oh, sorry. Übernehme, übernehme. Aus, wenn ihr euch die Map immer anguckt. Noch vorne an den Baum, bitte, Marcel. Dass da keiner an dir in die Waffe reinläuft. Kiwi, okay. Wie sieht's aus? Okay. Wie sieht's aus mit Jet? Ich bin da gerade dran. Also er war zuletzt beim Rearmen. Moment. Er wartet Befehle. Okay, sehr schön. Alles klar, er geht wieder in die Luft. Dann, klassisches Spiel, Tom, Position, Tom vor, Vormarschweges eingezeichnet. An diesen, was sind das, Holzballen oder sowas, Strohballen, keine Ahnung, die unten sind. Einmal kurz halten, auf uns warten. Wir werden dann links und rechts der Straße uns durch die Häuser vorkämpfen. Okay, Kiwi, hier Jada kommt. genereller Befehl, Ziele nur noch, also Hochwert-Prioritätsziele, aber wie es aussieht, das gebe ich dir dann noch durch, ja? Ja, verstanden. Bleib auf Standby und warte dann auf Zielzuweisung. Bist du im Luftraum? Oh, Flash kommt die Haus, oder? Wir warten kurz, bis die Artillerie einschlägt, sollte sie einschlagen. Mehr kaputt machen als nur die Dinger, ne? Überlegen. Wo hab ich mich erschrocken? Wie viel hast du geholt, Marc? Bisschen nah. Wie viele Shots hast du geholt? 4 Stück. 4? Ja, müsste eigentlich noch ein bisschen was kommen, oder? Die haben uns verarscht um 3 Stück. Junge, Alter, wir haben die schlechteste Artillerietruppe der Welt, die Briten. Die Briten, ne? Das sind einfach die größten Dödel. Die können nicht zählen bis 4. Dass das hochgeht, soll ich mal losrennen? Bitte, Tom, bitte. Ich halte die Kamera drauf. Was ist mit dem Jet? Wo ist der? Naja, ich habe jetzt da gerade noch keinen direkten. BTR in der Stadtmitte, ausgerichtet nach Süden. Alles klar, so verstanden. Da ist eine GBU wichtig. Kiwi, komm. Okay, kurz hier, Thomas. Stadt, Mitte, in Augenblick. Check, alles klar. Die Männer, vorwärts, schnell sein und effektiv sein, ne, und beten. Passt auf die Typen mit den Knarren auf.
Stadtmitte Putoschka, ja, befindet sich ein BTR. Kannst du ihn visuell ausmachen? Ich komm hinter dir. Medic, bist du da? Thomas, ich bin hinter dir. Ja, ja, ist gut. Strunz, Fragezeichen? Also Feuerfreigabe, mach den weg. Jo. Hier, Thomas, wir ziehen nach. Warte mal, nicht, dass der jetzt ein Gunman fliegt. Unsere eigenen Teile, abbrechen, abbrechen, jo, abbrechen. Wir wissen aber noch nicht genau von wo. Verstanden, Stellung halten, wir kommen. Kiwi, komm. Weißer Rauch, weißer Rauch. Bitte. Sichtkontakt auf weißen Rauch kommen, Fragezeichen. Stadteingang. Ja, erkannt. BTR, kleinste Bombe wählen. Links davon, von Süden kommend, leicht links davon, unmittelbar links davon, befindet sich ein BTR. Sichtkontakt, Fragezeichen. Muss ich neue Anflugsrichtung wählen, gib mir eine Minute. Anflug. Bombs out. Bombe wurde gedroppt. Dass er auch immer so lang braucht zum Einschlag, aber wahrscheinlich ist er von richtig weit oben angeflogen. Ja, ja. Gleitet uns sehr weit. Ja, drüber. Ausgeschaltet. Sehr schön. BTR ausgeschaltet. Jet hat. Sehr schön. BTR vernichtet. Ich hab's ja gerade schon einmal gesagt, Angriffsmuster beibehalten wie gerade eben. Vorschussteam rückt jetzt vor, werden uns beide Straßenseiten, die Gebäude und Vorgärten sichern, und schweres MG und JTAC können nachrücken und werden dann Sicherungen über Straße hoch, Straße runter übernehmen. Verstanden. Schuss rechts, okay. Also der Schuss ist rechts. Down an der Radarstation, ich probieren rauszuholen. Im Turm, im Bohrungsturm wieder. Halt mal wieder rein. Hinten der geht hat einer hoch. Achtung. Der hat sich gerade wieder. Boah, du hast eine so weite Streuung auf die Entfernung. Ich wiederhole nochmal, an der Radarstation rechts von der Straße sind feindliche Soldaten. Ich probiere den Lead rauszuholen. Check, wenn ich wir kommen dazu als Bravo. Kiwi, kannst du hier in der Stadt, in der wir gerade sind, in der du gerade den Schlag ausgeführt hast, einen BTR ausmachen? Mitten in der Stadt, scheinbar auf der Hauptstraße. Kommen. Ich wiederhole, vielleicht soll ich verstanden habe, ich soll bitte eher in der Stadt ausmachen, ja? So, richtig. Das gibt mir 20 Sekunden. Strunz, lebst du noch? Ja, ich hab sie mit einer Granate erledigt. Nice. Der BTR in der Straße ist, habt ihr gerade den gemeint? Sorry. Der ist die Straße runter, 300 Meter von unserer Position, die an der Straße, rechtsseitig von uns aus gesehen. GBU ist auf dem Weg. Beziehungsweise, Vogel ist auf dem Weg. Okay, verstanden. Strunz, braucht ihr da hinten noch Hilfe bei der Radarstation? Weißt du was, Kiwi bei Sicht macht den weg, ja. Also Schütze beim Jeep, beim Jeep, beim Jeep. Okay Jungs, kurz zur Situation, wir sind an der Radarstellung, denn Strunzi hat es gerade erwischt. Magazin. Alles klar, also ich bin jetzt hier auf meinen letzten 5 Patronen oder so, gell? Okay. Ich hab hier nichts. Hast du viel rausgerotzt? Ich hab halt alles weggegeben. Die haben sich doch hier fröhlich an mir bedient. Nein, Schlag. Hierrad SBZ erfolgreich vernichtet. Es befindet sich noch, Achtung, ein BTR markiert auf der Straßenhauptkreuzung in eure Blickrichtung Richtung Süden, 100 Meter hinter der orthodoxen Kirche, zwischen Supermarkt und roten Backsteinhaus. Hey Georg, wie geht's hin rüber zu den Jungs? Ich glaube, du ölst, oder?
Nee. Okay, dann hat er eine Minute. Gut, komm, wir ziehen rüber. Ich bin hinter dir. Zieh's ruhig rüber zur Darstellung. Ich hab dich immer im Blick, keine Angst. Ja, Info an alle, gerade ist eine Granate am Baum abgeprallt, der ganze Angriffstrupp ist ausgefallen. Kiwi, für dich haben gerade hier Ausfall, werden erstmal für die nächste Zeit uns wieder herhochpatchen müssen, nur für dich zu hören. Ja, verstanden. Hast du schön Lautsprecher, damit alle mithören können? Ja, könnte man so nennen, ja. Ich hab's für euch an. Nee, ich bin einfach nur taub. Total weh. Ja, Marc. Bitte schick mich nicht aus Kriegsgedicht, danke. Oh, fuck. Kontakt. Noch eine Granate, bis du dich gegen Baum. Raus. Ah, fuck. Komm, stirb doch. Hab ihn. Weg ist er. Oh mein Gott. Kollege ist wieder da, Achtung, kriegst du noch Morphin? Magazin. Auch Marcel, es tut mir leid. Er liegt hier noch rechts neben mir. Ist das der Medic? Hebt ihn auf. Ja, also Marcel, wir nehmen sie mit der Genfer Konvention nicht so ernst, ja. It's good to go. Ich bin hinter dir. Splashdown, bitte er vernichtet auf Hauptstraße. Zwischen Supermarkt und Backsteingebäude. Er ist weg, ich hab ihn, Mag. So verstanden. Sind gerade noch sehr stark mit uns selbst beschäftigt. Für den Raddatum, Boys. Panic ist gleich da, 3 Sekunden. Also, hast du noch so Schmerzen? Ich kreuze. Mag die Scheune hier neben uns ist auf. Okay, verstanden, Jungs, wir sind alle wieder einsatzbereit, bewegen uns wieder zurück zur Straße. Einmal alle sammeln, kurz in der Straße, die letzten Wunden lecken und dann kurz gucken, wie wir weiter vor. Antrag, falls noch irgendwer Munitionsausgleich mit mir machen kann, ich bin hier gerade wirklich auf Rot. Ich bin leer. Wo ist denn hier schon wieder mein Buddy, Alter? Ich kann dir noch 2 geben. Nein, ich komme zum rückwärtigen Raum. Aber haben wir hier alles gesichert soweit? Ja. Wir haben hier haben wir gesichert, ja. Bei mir liegen 2, Georg. Ich komme gleich, einen Augenblick. Na, Supply ist auf dem Weg. JTAC und MG, ihr könnt euch vielleicht erstmal in dieser Radarposition aufstellen und gucken, ob ihr sich in die Stadt bekommt. Wir rücken jetzt weiter über die Straße. Tom und Marcel, ihr sitzt rüber links und wir rücken weiter vor. Das war jetzt eigentlich ein blöder Turner nach rechts von uns. Ja, was mit dem BTR an der Straße? Wurde bekämpft. Nice. Zur Meldung, es befindet sich noch an der FOB im rechten oberen Stadtteil ein 4... MG Team, wie sein rechter Radarstab? Ja, positiv. Entfernung zu groß kann ich nicht aufnehmen. Entfernung zu groß kann ich nicht aufnehmen. Euch, Jungs, jedes Haus nicht unbedingt. Zu groß. Ziehen der Straße folgen und ins Ortsinnere. Standby erstmal mit dem Ziel, was du vorhin angesprochen hast. Außer ihr habt Feinde, die ihr bekämpfen könnt, dann schießen. Ja, verstanden. Hab Ausfall, Bravo Team hat Ausfall. Verstanden, ist allein gewonnen. Soweit, ich muss gucken, ich habe hier 2 Feinde, ich könnte eigentlich schon Unterstützung gebrauchen. Okay, verstanden, Medic und ich drehen um. Tom, Marcel, ihr haltet uns innere. Wirfst du? Wir drehen um und würden uns auch wahrscheinlich auch Munition hier rausnehmen. Ich brauche auch. Zweiter Helikopter-Audio.
Das hört sich nach russisch an. Ja, russischer Helikopter. Jet muss rein. Weg, 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 weg. Beschießt uns! Mach mal die Mieder weg! Heli gelandet! Oh. Die Mieder der Nähe des Raums, mein Zutoka, derzeit ist von in nördlich blickend. Heli gelandet! Medic und ich werden aufmunitionieren, Tom und Marcel, wir werden euch Munition mitbringen. Bringt mir noch eine Enlo mit, wenn ihr dabei habt. Jo. Ihr haltet das Ortsinnere erstmal und wir munitionieren dann auf. Feindliche Mie über uns, feindliche Mie über uns. Flieger kommt. Georg, Jet rein für Luftbekämpfung. Bereits geschehen, bereits geschehen, schon vor 5 Minuten oder so, der kommt. Geht runter. Mi wurde bekämpft. Wiederhole, Mi wurde bekämpft. Ja, verstanden. Thomas, Ausfall. Bin wieder da? Ja, gerade, du wurdest wahrscheinlich von der von diesem Ding da seitlich, was da seitlich dran war, ausgekämpft. Okay, wir haben sie wieder ausgelassen. Wirklich, der Helikopter weg. Okay, Jungs, ihr rückt zur Straße vor, links. Ja, warte, ich muss kurz Magazine repacken, ich habe ziemlich viel angebrochen. Dann macht das und sagt mir Bescheid, wenn ihr euch zur Straße bewegt. Medic und ich, wir sind jetzt im Landesinnere, in der Stadtinnere und schließen zu Tom und Marcel. Genau. Alles klar. Okay, wir kommen nach. Jo. Ich warte noch kurz auf. Alles klar, ich bin soweit, Thomas. Grunzi. Gleich. 20 Sekunden. Grunzi? Ja. Marc, wartet auf dich. Kiwi, hast du angesprochene Ziele hier gerade eben, dieses Vierradzeug, was du da meinst, hast du es markiert? Standby. Lead hier JTAG. Der Vogel hat noch ein paar feindliche Fahrzeuge, Vierradpanzer aufgeklärt. Wie vorgehen kommen? Die müssten mit den 35er Gunruns auch bekämpfbar sein, oder? Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Dann soll er angreifen. Kiwi hier, JTAG. Kann er uns sagen, du wann er ungefähr wieder umziehen muss? Weil wir schon gerne sehr aktiv kämpfen, bevor wir wiederholen, Verbindung ist sehr schlecht. Munitionsstatus, kommen. 4 GBUs, Sportkanone, voll. Alles klar, denn wir werden dich jetzt die nächste Zeit ein bisschen öfter brauchen. Das angesprochene Ziel von dir, den Vierradpanzer, bitte. Ja, verstanden. Dann geh mal nämlich mit. HMG in der Kirche. Nee, ihr habt einen anderen Panzer beschossen. Ja, wir haben die Kirche beschossen. Alles gut, Ich hätte es so verstanden, prüfe.
Kiwi, Sicht auf Supermarkt, Fragezeichen, kommen. Ja, habe Sicht auf Supermarkt. Also was, jetzt Freigabe oder nicht? Freigabe, zieht euch zurück, Tom. Was halt? Markiere dir Ziel, GBU bitte auf, Anmarkiertes Ziel, ja. Lade. Ja, verstanden. GBU unterwegs. So, Marcel, aufpassen, Danger Close, zieh dich zurück. Straße wieder zurück. Wiederhole. Ich glaube, wo ist Marcel? Ich habe da irgendeinen gerade rumhuschen gesehen. Seid ihr jetzt schon weg vom Supermarkt? Oh Gott, ich dachte, er ist hinter mir. Marcel? Georg, mit. Achso, du machst gerade Feuersupport. Ich gehe gerade nach links. 20 Sekunden. Yes, alles klar. Bombe out. Ich glaube, wir haben Marcel verloren. Bombe geht gerade raus, nicht hin. Mein Laser zappelt ein bisschen rum. Soll ich bitte Supermarkt oder Supermarktkante? Bitte, sorry, ich hab nur einen Schaden getroffen, deswegen kann ich deine Hände gar nicht. Kann sein, dass der Supermarkt noch Stahl betroffen ist, oder sei das von oben oder so? Ja, GBU ist eingeschlagen, Beute steht noch. Warte mal ganz kurz, wir prüfen hier mal unten, aber auf jeden Fall war das Ziel richtig getroffen, so wie wir es wollten, Augenblick. Ja, ihr habt gerade den Einschlag alle gesehen. Feindlicher Schütze? Okay, wurde vernichtet. Zwei feindliche Schützen. Okay, wurde vernichtet, ja. Am Supermarkt. Ja, Marcel und ich sind jetzt hier am Ortsausg... Verstanden, Medic und ich sichern jetzt noch ganz kurz Richtung Osten, kleines Lager. Bin bei dir. Ich guck gerade mal, Moment. Nehmen wir mal hier die Häuserkante hin. Kiwi, wir sind jetzt gleich hier am Ortsausgang. Das heißt, du kannst dich schon mal drauf einstellen, das nächste Dorf dann dich einzuschießen, ja? Ja, verstanden. Wichtig ist, habt ihr gesehen, der SPZ steht jetzt vor der Brücke. Genau Arsch an vorderer Brücke. Okay, Jungs, dann kurze Frage. SPZ setzt sich in Bewegung von Brücke auf Ort. SPZ setzt sich in Bewegung. SPZ nähert sich euch. Angesetzt den Vogel. Ja, nimm mal lieber deine Hände drauf. Wir vertrauen mal nicht drauf. Splash, war gut. Ich brauch's nicht nochmal. Ich bin Medic, ja? Ja, verstanden. Ich zähl da auch auf. Das sah gerade geil aus hier. Bisschen Aufklärung betreiben für das letzte Ziel. Yes. Kiwi, Aufklärungsauftrag auf letzte Ortschaft, Vibor. Kriegst du das hinkommen? Einfach da, wo die Schüsse herkommen, du musst sie nicht mal sehen, einfach hinschießen. Ja, bin schon dabei. Auf Karte markiert, seht ihr bereits hinter der Brücke einmal die feindlichen Schützenpanzer, die kann man löschen. Was bleibt, ist der LKW mit den zwei feindlichen Schützen und ein Vierrad SPZ, der sich im Waldstück hinter dem Gehöft befindet, bevor er nach Vibor reinfährt. So verstanden, leite die Informationen weiter, aber derzeit bitte einfach nur markieren und bereithalten, ja? Verstanden, Aufklärung eines schweren Kampfpanzers Vibor stationär. Lied, wir haben einen Kampfpanzer in Vibor, nur für dich zur Info. Verstanden,
muss noch nicht angegriffen werden, solange wir noch nicht in Reichweite sind. Bitte? Bleibst du jetzt bei mir oder was? Genau, ja. Okay, gleich aber dann mit lasergesteuerter AGB. Alter, das alte Dream Team, Alter. Was ist denn da, Alter? Wo ist denn der Fluppe, Digga? Folgt. Ja, ich hab dir meine gegeben, war kann ich auch jetzt geben. Warte, wenn wir da stehen, dann kriegst du es oder was. Das kann auch nicht. Ja. Oder kann ich dir meine angezündete geben? Ich glaube ja. Ist einfach Drops. Warte. Drops, hier, liegt. Ja, nice. So muss das! Ich geh mal hier in den Busch rein. Markiert auf Karte. Bestätige. Wir sind derzeit noch in Bewegung, wir kümmern uns gleich dann darum. Erstmal Standby bitte. Let's go. Ich kleb einfach an dir, ja? Okay. Achtung, Lied, wir haben ein bisschen Abstand zu. Ja, verstanden, wir haben ja auch mal hier einen Abstand. Check. Aber unser Ziel ist es hier der das kleine Gehöft, da werden wir uns kurz mal häuslich einrichten. Vielleicht einer rein, kurz einen Überblick verschaffen. Ja, ich sicher die Leute. Wen hinter dir? Ja, hier. Okay, Georg, der Vierrad SPZ kann angegriffen werden. Kiwi, kommen. Hört. Vierrad SPZ auf der Längsstraße, noch nicht in der Ortschaft. Ja, also an der sich im Waldrand befindet, rechts. Östlich von dem kleinen Gehöft, bestehend aus zwei Gebäuden. Genau der. Einmal bitte halb und dreckig. Als Puffer, Junge. Ohne Scheiß, dieses Raucher-Shaming hier geht mir auf den Sack, Alter. Ui, Junge. Das ging aber schnell. Aber was, die Arti? Nee, jetzt mal. Wenn nicht wundern, haben Arti auf Scheunen davor angehoben. So was, die Explosion vom Jet müssen wir mal überarbeiten. Ja, verstanden. Sicher, dass der Spielzeug hochgeht. Ja, ich weiß ja nicht, was da los ist. Das war nicht immer so. Bewaffnung hat sich auch ziemlich scheiße geändert. Kann auch sein, dass es an der einen. Bewaffnung auf den Jet-Schlag. Dann, ja. Sobald der SPZ ausgeschaltet ist, werden wir angreifen. Haben wir da FXP, warum auch immer. Schon geschlossen. Ich glaube, da sind die Franzosen drin schon im Einsatz. Frage Georg, wie sieht's aus? Einschlag? Die Bombe backt ganz seltsam rum, Alter. Die ist geflogen wie und wie Jesus durch die Luft. Ganz seltsam. Effektiv bekämpft worden sein, ja. Wir haben gerade einen Einschlag wahrgenommen. Okay, Männer, wir greifen jetzt an. Wir gehen nicht über die Brücke, sondern... SPZ ist doch nicht vernichtet. Ich mach den Gano an. Ziel ist nicht vernichtet. Die Patrone hat irgendwie komische Fehlzündungen gehabt. Er wird noch einen Gunrun machen, Jungs. Der Panzer ist noch da. Okay, dann kurz... Antworten, nicht schnell nachdenken, einfach antworten.
Okay, Tom und JTAG, gibt uns mal Unterstützung von hier aus der Kuhle, sichert mal die Felder ab, der Rest von uns springt nach vorne zum beigen Gebäude. Gleich Achtung, alle. Fahrzeug lugt über die Mauer mit Schütze, 31. Sehen. Ausgeschaltet. Einige Scheiße, ne? Wiederholen. Direkt hier durch den Wald auf 21 oder so, waren auch noch. Hier kam ein Flogger, wir brauchen Luftunterstützung. Ganz viele vorne. Warte mal, der. 18. Nein, der ist nicht in der Luft. Was auch immer in der Luft ist, ist nicht von uns. Kampfhubschrauber. Wir brauchen den hier. Ja, der ist aber auch funktioniert. Wir haben hier nichts. Ja, gewählt. Ja, ich bin bei dir. Ich weiß nicht, ich hab grad. Info Lead, der Jet ist am Aufpositionieren. Ist nicht da. Sucht euch einen Unterschlupf. Kampfpanzer rechts von uns, Kampfpanzer. Sucht euch einen Unterschlupf. Scheiße, wir haben keine AT mehr, oder? Ich hab gesagt, dass da ein schwerer Kampfpanzer drin ist. Ja. Genau dann, wenn er weggeht. Ja, Mann. Da rechts fährt auch was. Da kommt der Kampfpanzer auf 29. Kiefer, mach mal ein bisschen hinter hier. Wir haben hier einen Kampfpanzer und einen Kampfschrauber in der Luft. Brauchen wir auch einen Dränger. Ja, auf 65 fährt ein Kampfpanzer auf der Straße. Kiege 3-1, gerade ist auch funktioniert wieder in der Luft. Der Vogel ist gerade noch auf dem Boden, aber er wird ASAP wieder in der Luft sein. Ja, wir brauchen ihn. Wir haben Kampfpanzer direkt neben uns und eine Mi-24 über uns. Er weiß, warum wir Eile haben. Info an alle, aus Osten kommt ein LKW angefahren, vermutlich Nachschubtruppen. Vorbild auf dem Feld, Kampfhubschrauber. Ah, bitteschön. Ja, der war genau zwischen die Augen. Kontakt aus dem Radar. Wiederhole. JTAG, Flieger wieder in der Luft und einsatzbereit in circa 1 Mike. Kampfhubschrauber ist kein Problem mehr. Schwerer Kampfpanzer ist das Problem. Schon zu Hause ist das Problem, die sind wahrscheinlich ausgefallen, alle. Okay, Tom Georg. Nachrücken zu unserer Position. Okay, komm, ist durch. Wie gesagt, aus Ost kam LKW, wahrscheinlich mit Feindtruppen, ne? Ah, ist aber toll. Ja, kein Bock ist auf den Kampfpanzer, sag ich dir ehrlich. Zwei GWUs kommen jetzt auf Kampfpanzer. Rechts. Haben Ausfall. Ich hab dich. Fuck. Das ist der schlechteste Ort, an dem du dir jetzt hättest aussuchen können, eine reinzukriegen, Alter. Ja, war nur ein Schock auf der Brücke. Kampfpanzer wurde mit zwei GBUs top-down getroffen, wenn er jetzt noch lebt, dann weiß ich auch nicht. Vogel meldet für Abschuss von Kampfpanzer. Könnt ihr bestätigen kommen? Keine Rauchsäule aktuell, wir sind keine Sicht. Kriegst du den Ausfall wieder hoch? Ja, gib mir nur ein paar, Mike. Ich zieh dich noch, Tom. So, das ist jetzt hier der lange Marsch zurück, ja? Ich bring dich jetzt erstmal hinter die Mauer, weil der Typ, der da rechts... Ich höre da immer noch Motorengeräusche, Georg. Vielleicht nochmal reinholen. So, verstanden. Gib mir mal zu, Mike. Ich hab hier alle Hände voll. Anflug auf Tigre. Du hast scheinbar nicht gesplashed. Mach bitte den nochmal weg, ja? So, Tom, jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt darf ich hier deinen Shop, meinen Shop, punkten
und heilen gleichzeitig. Einfach nur, weil du dich hier wieder hast. Zuerst noch eine GBU auf den Nordseingang, der da versteckt steht. Ich kenne sogar eine Bluttransfusion, GBU, aber das kriegst du nicht. Kriegst du erstmal hier einen Epi-Pen. Scheißegal. Hier. Hoffentlich schmeckt das. Und dann kriegst du auch... Okay, was war das? Das könnte der Vogel gewesen sein, keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall nochmal losgeschickt. Massage. Keine. Muss der Schock gewesen sein. Info bitte an den Jet, dass wir uns jetzt in den Randbezirken der Stadt befinden. So, verstanden. Moment mal, ich bin hier gerade schon wieder. Vogel, Kiwi hier, Jaten. Wir haben jetzt Männer in der Ortschaft. Ich wiederhole, wir haben Männer in der Ortschaft. Schickt dein Feuer. Eine GBU geht auf den Ortsrand, links raus auf WTA im Rückraum, der dürfte aber eigentlich ungefährlich sein. Da dürfte die nicht sein. So verstanden, gebe weiter. Lead hier JTAG, es wird noch ein Ziel bekämpft, am Stadtrand, BTR. Jo, die GBU macht ganz wilde Sachen. Scheinbar hat Vogel Probleme mit der Zielfindung der Systeme. Irgendwie eine Störung oder so. Okay, verstanden. Sind in 30 Sekunden bei euch. Kiwi Gunrun Munition ist noch da, weniger, oder? Weniger, 10 Sekunden. Tom ist erstmal losgerannt hier, ich schreie noch dem Tom hinterher und auf einmal wird er abgeschossen. Ich dachte, er wurde hier aus dem Tunnel abgeschossen oder so. Nee, der stand direkt links neben uns. Ja, ich hab ihn noch gesehen und dann war es schon zu spät. Ja,
Ein direkter Treffer, aber der Panzer macht keine Anstalten zu explodieren. Ja, Augenblick. Wir haben gerade wieder einen Ausfall hier vorne, Ausfall. Ja, Marc, ich weiß nicht, warum er jetzt so durchdreht und jedes Mal guckt, okay, das ist hier ein Panzer am östlichen Ausgang der Stadt. Von dort. Der macht uns gerade richtig Probleme. Kannst du vielleicht nochmal. Ja, ich probier's nochmal. Vorsicht, der Ding, der ja, Vogel ist gerade da noch dran. Schütze links! Oh. Ausgeschaltet. Ah, Vorsicht, die Franzosen übrigens sind hier, kommen aus Westen noch rein, ne? Ja, das war aber kein Franzose. Du, nicht weiter hier durch die... Du bürgelst weiter vor, ziehen hier links einmal durch diese, Der eine von uns irgendwie Drahtschäden? Da gibt's hier, hier vorne, wo ich rausgucke, bei mir, ja. Können wir die Straße einmal übersetzen, links halt zum beigen Gebäude, könnt nach da rein zur Stadttour. Das Schulgebäude sicher an. Oder dieses Schulgebäude sichern und dann am Ende der Station. Melde, GBU ist verschossen, Abfahrbord, Maschinenkanon. Tom, geh. Luftraketen. So, komm, dann komm zu euch. Bleib links an der Wand, links! Wir haben direkt in die Richtung und hinten sind auch noch blaue Einheiten gewesen. Warum brennt der so? Keine GBU. Vorsicht. Hab ich. Links umfassen, mehrere Gegner ausgeschaltet. So, sorry, Kiwi. Wir haben jetzt schulseitig. Vernichtet. So, verstanden. Aus dem beigen Gebäude im Innenhof sammeln und dann Schule zu sichern. Okay. Das hier ist wirklich schon sicher. Okay, Jungs, Schule sichern. Aus dem Innenhof aus. Hier ist nicht unbedingt alles gesichert. Hab ich gemerkt. Kiwi, befinden uns jetzt im Schulgebäude. Also alles, was du tust, nicht im Schulgebäude. Verstanden. Schulgebäude wird angegriffen. Ja, ja, genau. Jet ist erstmal auf Standby, sucht nach Zielen, hat aber keins. Wo seid ihr? Das ist okay. Ich hätte für den Jet vielleicht noch eine Anfrage. GBO auf Lager auf FOB. Genau, wird ausgeschossen. Danke dir. Hab hier Ausfall, ich muss mich kurz hier um den Kollegen kümmern. Wenn du denkst, dass ich dich hier im Treppenhaus behandle, dann hast du dich geschnitten, Kollege. Die so viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. So, mein Gutstar. Marcel, Thomas, was seid ihr? Bitte? Unten, EG, Schule. Dann kommt mal mit mir beide schon mal sicher in den Supermarkt. So, ich brauche hier einen Medic. Oder ist er? Na, dann mache ich selber. Ich stehe schon. Alles gut, alles gut. Kannst du seinen rechten Arm verbandagieren? Oder bist du beschäftigt, Marcel? Nee, ich kann machen. Was, den rechten Arm? Ja, den rechten Arm. Mach das, ist meine Aufgabe. Ach so, alles gut, ja, dann ist der Medic da. Shit, Alter, wir sind ja, Digga, ich bin auf einmal oben. Ja, am Laufen.
Jungs, Supermarkt gesichert. Wie sieht's mit dem Jet aus? Kiwi-Status? Noch 50% Bordmaschinen, Waffen, sonst noch Luft abgeben. Ich möchte gerne, Tom, wenn du ready bist, einmal zur Straße kommen und dort Richtung sichern halten. Gerade von der russischen Flagge Bewegung könnten Russen sein oder hier oder KI. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin JTAG, der Vogel kreist gerade, hat gerade nichts wirklich was, nur er meint halt nur, dass dort, wo die Flagge ist, scheint Pruppbewegung zu sein. Ob friendly oder nicht, weiß er nicht. Nur zur Info. Flagge, da habe ich Schulgebäude, ne? Kann sein. Ja. Feind bei 195. Nee, ich hab da aufgehört, wo du okay. Bin hinter dir. Ich weiß nicht, ob ich ihn gehittet habe. Ich folge Marcel kurz, wir konfirmieren Gegner tot, danach bewegen wir Hauptstraße hoch oder Straßenrichtung Sicherpunkt. Der oben alles gesichert? Oben alles gesichert. Ja, Moment mal, hier. Tom, Georg, Position halten, wo ihr gesagt seid, wir sichern hier nochmal den restlichen drei den Marktplatz. Ich hab starke Schmerzen, Mann, ich kann nicht weiter. Außen kommt mal vor zur Roten Kirche, Haupteingang, und dann ist da ein beiges Haus gegenüber diagonal. Wir gehen da gerade mal hin. Dann baue ich an der Kirche. Alter, was ist da hier? Auf jeden Fall aus der russischen Base gestartet, also wenn dort ein Verbündeter war, dann weiß ich auch nicht. Mach den weg. Chinook sammeln.